Das folgende Event wird präsentiert von Procredo Pharma, Ihre Apothekenweiterentwickler. So, hallo erstmal, herzlich willkommen hier aus Kleingardach. Ja, die SGE Stettenkleingardach empfängt heute den TSV Bodenheim. Ja, und da hatten sie einiges gut zu machen. 5:1 hieß es noch für den TSV im Hinspiel. Und ja, sollte sich heute ändern. Ja, gehen wir rein ins Spiel. Erste Möglichkeit für den TSV Bodenheim. Bereits in der 5. Minute. Standardsituation von der rechten Seite. Direkt genommen, knapp übers Tor. Simon Horn mit den Fingern noch dran zur Ecke. Dann in der 8. Minute. Die SGSK 2000 kann den Ball hier gewinnen. Schön direkt gespielt von Öxner auf Heidelberger. Der bringt rein. Und dann Selami Zeren mit der Führung für die Hausherren. 1:0 in der 8. Spielminute. Guter Beginn für Stettenklein-Gartach. Schön gesehen von Heidelberger. Und Zeren dann mit dem Abschluss keine Chance für den Bodenheimer Keeper. Ja, ein kleiner Sprung, auch hier schweres Geläuf, schwer zu spielen. Wieder Öxner, dieses Mal auf Yannick Heidinger. Der schaut, sieht Heidelberger zu ungenau. Schön gespielt hier wieder von Selami Zeren. Dann reingebracht, Kopfball knapp übers Tor. Gute Möglichkeit hier die Führung auf 2:0 auszubauen. Der anschließende Eckball getreten, natürlich von Marcel Öxner. Durchgelassen, abgezogen und dann, ja, wie kommt er nicht rein? Nochmal George Jakob, knapp am Torbein, dann geklärt vom TSV Bodenheim. Ja, hätte eigentlich fast schon das 2:0 sein müssen hier in Kleingardach. 3 Minuten später dann, nächste Möglichkeit für die Gäste aus Bodenheim. Ja, Möglichkeit vielleicht etwas übertrieben. Aber zumindest im 16er. Ja, Sonnenschein dann in der 40. Minute. Nächste Standardsituation, Marcel Öxner. Bisschen zu weit zurückgelegt, aber dann tanken sie sich hier durch die Bodenheimer Abwehr. Schön wieder auf George Jakob. Kommt ein bisschen zu spät. Und somit diese Chance vertan, kurz 5 Minuten vor der Halbzeit. Ja, da haben wir noch einen. Dieses Mal wieder für Bodenheim. Hoch in den Strafraum, aber Simon Horn sicher faustet den Ball zur Ecke. Ja, dann mal Schluss. 1:0 Führung für die SGSK 2000. Ja, hätte schon ein bisschen höher ausfallen können, aber macht auf jeden Fall Lust auf mehr in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann gleich die nächste Ecke. Wieder Öxner auf Heidelberger. Schön geköpft, aber knapp am Tor vorbei. Ja, gute Stunde schon gespielt, 63. Spielminute, gute Standardsituation für die Gäste, Nissan aber schon einiges übers Tor. Ja, bei denen lief es heute nicht wirklich rund. Weiter geht's, langer Ball auf Heidelberger, schön gemacht, 1:1 gegen den Keeper in der Mitte. Zeren und der macht das Ding, Selami Zeren, sein zweiter Treffer am heutigen Tag, 2:0 Führung. Für Stettenklein-Gardach gespielt, 70 Minuten. Schön gemacht von den beiden hier. Ja, ein langer Ball und niemand war da vom TSV Bodenheim. Da konnten die zwei das Ganze locker alleine machen. 2:0 Führung und durchaus gerecht. Nächste Möglichkeit, Öxner. Ja, und der war gar nicht so ungefährlich, dreht sich schön rein. Und der Keeper pariert. Dann, ja, die Hausherren heute einfach aggressiver. Gutes Pressing hier direkt vor dem Strafraum. Und wieder Selami Zeren, nächste Möglichkeit für ihn hier auf 3:0 zu erhöhen. Ja, dann Bodenheim am Ball, aber auch zu ungenau. Man sieht es auch, das Geläuf extrem schwer am heutigen Tag. Und jetzt Heidelberger 1:1 gegen den Keeper, aber auch ihm verspringt der Ball ein bisschen. Dementsprechend muss er den in die Mitte bringen, aber dann geklärt vom TSV Bodenheim. Heidinger nochmal, aber auch da. Ja, wir sehen es,
Der Platz sieht von hier besser aus, wie er unten war. Dann aber nochmal eine Möglichkeit vom TSV Bodenheim, verschätzt sich die Abwehr der Hausherrin. Aber dann ist Simon Horn natürlich da. Nächste Möglichkeit wieder Heidelberger. Ja, wo war heute die Bodenheimer Abwehr? Blieben zu weit vorne stehen und so ergaben sich einige Möglichkeiten für die Städten Kleingardacher. 6 Minuten haben wir noch. Eigentlich konnte hier auch nichts mehr passieren. Nächster Ballverlust der Bodenheimer. Heidinger, schön gemacht. Jetzt, wer kommt in der Mitte? Da sehen wir wieder der Ball versprungen. Ja, war unheimlich schwer heute. Aber nicht nur hier, eigentlich überall. Dann Dennis Weber ins Spiel gekommen. Ja, sah gut aus. Aber natürlich am Tor vorbei. 5 Minuten haben wir noch. Ja, was machen wir denn hier? Da setzen die Bodenheimer Dennis Weber nochmal ein. Aber ja, Ball kommt zu weit raus und dann keine Chance mehr für ihn. Aber total Aussetzer hier in der Abwehr. 5 Minuten vor Schluss. Ja, und wir sehen es. Städten-Kleingardach bis zum Schluss. Kämpferisch einfach die stärkere Mannschaft heute. Jetzt nochmal George Jakob bringt den Ball rein. Oder war es ein Schuss? Auf jeden Fall in die Arme des Keepers. Ja, und dann war auch Schluss hier in Kleingardach. Ja, völlig verdient. Mit 2:0 gewinnt die SGSK 2000 hier das Rückspiel. Hätte weitaus höher ausgehen können, fand ich. Beim TSV Bodenheim lief heute nichts zusammen. Und wir haben noch 2 Leute im Interview. Also im Großen und Ganzen war das Spiel sehr kampfreich auf jeden Fall, zwecks den Platzbedingungen. Aber im Grunde genommen haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die komplette Mannschaft hat zusammengearbeitet, wollte auf jeden Fall den Sieg hier daheim beibehalten. Und die Sache haben wir auf jeden Fall sehr gut gemacht. Durch unsere Kollegen auf jeden Fall haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Und meine 2 Tore muss ich auf jeden Fall meinen Kollegen Erik Heidelberger mich bedanken, die 2 Vorlagen für diese Tore gemacht. Ja, war eine bittere Niederlage für uns auf jeden Fall, aber auch eine verdiente Niederlage. Wir haben eigentlich aus meiner Sicht zu keiner Zeit ins Spiel reingefunden. Viele Unzulänglichkeiten, Fehlpässe, Ballverluste, und deswegen war es aus meiner Sicht auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Städten Kleingardach.